Ja, der Oberstdorfer kleine Weihnachtsmarkt. Ganz anders als der Kommerz der Großstädte. Oberstdorf ist halt doch himmlisch. Eine Perle inmitten dieser üblen Welt, in welcher wir jetzt leben. Eine Oase des Friedens. Eine Oase des Glücks. Eine Oase. Ein paradiesischer Ort, Oberstdorf. 16.12.2017, Standort Oberstdorf. Circa 300 Meter westlich der Loreto-Kapelle. Es herrscht ja, intensiver Schneefall. Wie immer ist es herrlichst in Oberstdorf. Oberstdorf ist eben die Perle Deutschlands für mich. Vielleicht sogar irgendwann mal für immer, wenn mein Schicksal es will. 6. Januar 2018, 14.30 Uhr, Standort Eutal. Ja, das Eutal ist eigentlich das schönste der drei Oberstdorfer Täler, weil hier in den letzten 50 Jahren kaum Veränderungen stattgefunden haben. Die anderen Täler sind doch etwas stärker kommerzialisiert. Hier im Eutal gibt es im Winter nur eine Einkehrmöglichkeit, nämlich das Eutalhaus, welches da zu sehen ist. Und etwas weiter südlich die untere und dann obere Lugenalm sowie dann die Käsealm. Das ist das Schöne am Eutal, das Sympathische. Ja, eigentlich wollte ich ja heute am 25. Februar 2018 nach München fahren, aber ich habe mich darauf entschlossen, in das wunderschöne Oberstdorf zu düsen, in welchem ich gleich angekommen bin. Heute bin ich mal über die Dörfer gefahren, oder fahre ich noch über die Dörfer, sprich Altstetten, Schöllern, Reichenbach, Ruby, da ist Ruby. Ein nettes Örtchen, ein nettes kleines Örtchen Ruby. Aber fast schon zu klein für mich. Und jetzt haben wir gleich einen fantastischen Blick auf das wunderschöne, ja, aber leider im Moment von Wolken verborgenen Oberstdorf bzw. das Alpenpanorama. Ja. Ansonsten, wenn keine Wolken am Firmament zu sehen wären, würde man jetzt wirklich schön ein tolles Bergpanorama haben, aber so hat man auch ein schönes Panorama, aber eben nicht so bergig. Ja, und da werde ich gleich ins Tal hintergehen. Naja, wie oft bin ich die Strecke hier gefahren? Damals in den 80ern mit meinem ersten Auto, mit dem Ford Escort, dann mit dem Manta, mit dem VW Käfer, mit dem Golf, Subaru Forester und nochmal Golf mit einem Seat Arosa. Eine super Strecke hier. Das war nach Zeiten damals, die 80er. Schöne Zeiten. Und jetzt? Ja, es ist auch noch gut. Auch noch gut. So, jetzt kommen wir über die Brücke. Da hinten ist der Tennisplatz. Und jetzt fahren wir am Bahnholz hoch. Da ist ja das schöne Schattenwerk, wie ich ihn liebe. Jetzt
Jetzt mache ich wieder aus, weil ich mich aufs Autofahren konzentrieren muss.